Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und heute reagieren wir auf Märchen in Asozial Teil 4 featuring Kelly und es tut mir ein bisschen leid, meine Stimme ist wieder ein bisschen angekratzt, ich weiß nicht, was das für eine beschissene Erkältung ist, also es tut mir leid, wenn ich ein bisschen weniger rede und ja, das ist der letzte Teil und ich bin gespannt, ich sag euch danach, welchen Teil ich am schönsten fand, wo ich ganz ehrlich sagen muss, alle Teile bis jetzt waren am schönsten, also schön. Nee, am schönsten, also schön. Und ja, wir gucken mal rein. Hat er nicht die eine Kassette? Julian Bam die eine Kassette umgedreht von Märchen in Asozial 2 zu 3 und jetzt von 3 auf 4. Das geht gar nicht. Das ist nicht in dieser Dimension möglich. Es war einmal ein tüchtiger, leicht dämlicher junger Mann namens Hans. Oh, nachdem er 7 Jahre lang tagtäglich ganze 34 Minuten im Burger King schuftete, hatte er plötzlich keinen Bock mehr und wollte nun endlich heim zu seiner Mama. Als Dankeschön für seine Kündigung belohnte ihn sein Chef mit einer gebührenden Abfindung. Hätte ich auch gerne. Ja, logisch. Du hast ja auch gekündigt. Dann bis übermorgen oder so. Oh. Auch wenn man das Sprichwort stimmt und das Glück ist wirklich mit den Dummen. Und so machte sich Hans mit einem Lied auf den Lippen auf den Weg und trällerte ein liebliches Freudenlied vor sich hin. 100 Bitcoins in der Tasche, Hans hat Glück. Para gemacht, das geb ich Mama jetzt zurück. Hab frittiert gebraucht. Boah, mir tun die Leute leid, die Bitcoins so für 6.000 verkauft haben und gerade Bitcoins auf 37.000 sind, ne? Brudis. Und Schwestis, ich verstehe euch. Das ist wirklich blöde. Und manchmal gedämpft. Doch damit ist Schluss, weil jetzt wird hart gegönnt. Alter, was das? Waschmaschine! Was kann das? Ziemlich vieles! Kann ich das haben? Yo, dann biete! 100 Bitcoins und zwar diese. Hab ne Waschmaschine, der Hans wird jetzt clean. Rieche bald nicht mehr wie Döner Tzatziki. Waschmaschine 500 PS, gönn mir den Sound. Wer steht denn da? Oha, ich check das jetzt mal aus. Alter, was ist das? Merkus Gläser! Was kommt das? Mega viel wert später! Vor allen Dingen, das erstellt. Das ist irgendwie so ein bisschen so. So eine kleine Parodie auf Tanzverbot, weil Tanzverbot hatte ja mal ein Regenbogen McDonald's Glas und hat gesagt: Oh, das wird irgendwann einen sehr großen Wert haben. Das Merkus Gläser, was kommt? Mega was? Viel Wert später, kann ich das haben? Jo, dann biete! Ich hab hier eine mega krasse Waschmaschine. Merkus Gläser am Start, mega Wertanlage. Hab jetzt alle auf die Regenbogenfarbe. Krass, ich bin 10 Millionär in ein paar Jahren. Aber was ist das Geiles da drüben, will ich haben. Alter, was ist das? Sack voll Scheiße! Was kann das? Nix, ist halt ein Sack voll Scheiße. Kann ich das haben? Jo, dann biete! Hab hier Meckes Gläser, mega viele. Ich hab den besten Shit am Start, nen ganzen Sack. Vielleicht kauf ich mir davon eine ganze Stadt. Oder ich investiere in irgendwas. Korrekt, ein Brunnen, ich hab Durst, mach Wasser klar. Kleines Wasser oder was? Fuck! Oh, komplett versüfftes Wasser. Komplett versüfftes Wasser. Oh. Oh, leicht nussig. Boah. Hey, Bock zu küssen? Hätte Glück! Es war einmal ein alter, fleißiger, aber sehr weirder Puppenbauer namens Geppetto. Dieser war weit und breit für seine spektakulären Holzarbeiten bekannt, aber nicht beliebt. Weil er also so damn lonely war, wünschte er sich nichts sehnlicher als einen Holzkopfjungen, den er aufziehen konnte. Da ihm aber keines seiner... Nimm mich! Ich stehe bereit! ...Werke zusagte, begab er sich auf den Weg, um das perfekte Bei mir wird aber nie die Nase finden, groß. ...um aus diesem einen Jungen zu schnitzen. Holz! Komm mit zu mir in die Werkstatt. Gutes, minderwertiges Holz. Boah. Oh, das wird schön, das soll. Yay! Da der alte Puppenbaumeister ein kleiner Sadist war, baute er seinen Holzkopfjungen extra hässlich und dick.
Dann, als er sein fertiges Werk beäugte, irgendwas ist komisch, Sickerblätter, passierte etwas Wundersames. Alles im Petto, Mr. Geppetto, für mich war schlecht so, müde und geschwächt, Bro. Hast du Espresso, geht auch von netto, presto, presto, mach mal bisschen Tempo. Du kannst reden, bist am Leben, hängst nicht an Fäden oder Stäben, dass ich das doch mal erleben kann. Oder bin ich vom ganzen Tag benebelt, Mann. Dann geh mal zur Schule, du laufendes Regal. Mister, ich brauche nie Almosen. Brauche Coins, wie Dieter Bohlen. Bubala, dann geh ich nur ein paar Coins verdienen für dich. Mach schneller! Voller Glück und Tatendrang machte sich Geppetto schon wieder auf einen Weg, um sein Wertvollstes zu verkaufen, um etwas Geld... Lol, Das erinnert mich an jemanden. Ich habe jetzt vor 2 Wochen jemanden in der Bahn gehabt, der ist mit einem Rollator übelst langsam reingekommen, ne? Und da hat eine Frau wollte Platz machen und gleichzeitig wollte ich auch Platz machen. Und dann meinte er, nee, ich kann stehen, alles gut, ne? Aber so ganz langsam losgelaufen und dann so 2 Haltestellen später ist er dann auf einmal so übel schnell gelaufen, so fast ohne Rollator. So wirklich so, der konnte fast fliegen, so, ne? Der konnte fast Marathon laufen. Das fand ich halt so geil. Zu verdienen für sein liebgewonnenes Stück Holz. Mein Badewasser. Ah! Hier hast du 3D-Mark, mein Bubble. Schon geil! Mach deinen Herrn stolz und bring deine Seiten auf Nussiger. Hau rein, Papu, ich bin weg! Wie sagt man? Körper kippen! Kippen! Ey, du kleiner Buchensohn! Wow, eine Fee! Sind deine Seiten schon auf Null rasiert oder nee? Ich war beim Barbier, der hat mich weggeschickt, sag ich soll wiederkommen um 3:30. Du lügst und schau, wie ich dich bestrafe. Deine Nase wächst dann wieder als einer Giraffe. Spür den Fuch der 31er, spür meine Rache, die ihr dem gibt. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ne? Also, das sieht nicht nach einer Nase aus. Das sieht nach ganz anderen Sachen aus, ne? Also, ja, reden wir hier immer noch von der Nase oder was? Also, ne, ich muss ja echt sagen, ne, das ist nicht gut, denn es gibt hier Kinder und die verstehen das nicht, dass es eine Nase ist. Als einer Giraffe, spür den Fluch der 31er, spür meine Rache, die jedem gebührt, der meint mich zu verarschen. Ich hab ne Steifen im Gesicht. Der ist größer als der Steifen in meinem Schnitt. Sag mir endlich, wo ist Geppettos Patte? Sonst wächst deine Latte, du verlogene Ratte. Na gut, ging drauf für neue Holzpolitur. Ich hatte eh keinen Bock auf so ne Arschlackfrisur. Du lügst, für Geppetto ne Blamage. Bald ist dein Gesicht nur noch eine lange Nase. Ich red mich hier voll in Rage, schick dir ne Holzfirma-Plage. Lüg halt doch dein Wächst die Nase bis ans Ende aller Tage. Bald hast du nen Riesenzinken, kannst ihn nicht mal überschminken oder ganz normal was trinken. Na gut, ich hab mir Ziggis geholt. Und jetzt? Siehst du? Geht doch. Aber meine Nase ist doch immer noch lang. Ach, das kriegen wir hin. Musst du nicht bald los? Nein, ich hab dieses Märchen frei. Ich hab heute meinen Shopping-Tag. Internet. Es war einmal eine verzogene kleine Göre, die man aufgrund ihrer goldgelockten Karnevalsperücke nur Goldlöckchen nannte. Kotmäulchen wäre zwar noch passender gewesen, aber leider nicht so gesellschaftstauglich. Da sie ein unbehütetes Leben führte und sonst keine Probleme hatte, suchte sie ständig den Kick, indem sie in fremde Häuser... Also Moment, da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, da hat das Märchen aber gelogen. Es gibt keine Menschen, die gar keine Probleme haben, ne? Also, nee, das Märchen ist fake, das gibt's nie. Fake. Und wenn es das Märchen gibt, wird das sofort überall im Internet gelöscht. Überall. Sofort. Goldglöckchen gibt's nie. Ist gelogen. Er einbrach und dort für kurze Zeit hausierte. Oh, da fühlt man sich ja gleich wie zu Hause.
Am Abend kamen die Eigentümer des Hauses von ihrem Waldstuhlgang zurück und riefen voller Empörung aus: Was da los? Ey, war doch bloß, ey, ganz kurz groß, ey, voll nicht okay. Haram, wer hat da an meiner Shisha geraucht? Haram, wer hat da meinen Lieblingskopf verbraucht? Und Haram, sag mal, wo ist denn der dritte Stau? Wenn ich den Ende finde, gibt's ne dicke Ghetto-Frau. Walla, wer hat an meinem Bärenbürger geleckt? Walla, an meinem ist sogar ein sauber Fleck. Walla, wer ist denn dieser Langfinger-Lelek? Doch jetzt kommt erstmal die Hook von diesem Killer-Track. Arena, was da los? Alter, was? War doch bloß Amina, ganz kurz groß, Palabas zum Abendbrot. Tschüss, wer hat in meine Matratze gepisst? Tschüss, wer hat hier seinen Jarak abgewischt? Tschüss, bei mir ist seine Chaya weggenickt. Lass sie mit ner Hut wecken, die alte Snitch. Amina, was da los? Alter, was? War doch bloß Amina, schlafen bloß Palabas. Ab ins Zoo, hört auf die Bären mit den Bären noch zu finden. Ich begehre was zu klären, hol euch Doppelapfelmünze. Wird auch nie mehr euer kostbares Shisha-Wasser trinken. Bring uns nur Papier, denn ihr seid übelst krass am Stinken. Ja, wir waren eben auch groß. Bah, ey, ekelhaft, Braunbärne, ich geh erstmal Apfelminze kaufen. Und so konnte Goldlöckchen die drei Bären überzeugen, sie gehen zu lassen, um all die Dinge neu zu besorgen, die sie benutzt und verbraucht hatte. Ey, wo bleibt ihr denn? Hallihallo, Hallöchen! Ey, bleibst du zum Essen? Gleich kriegen wir neue Börek und neuen Tabak. Nö, also ich hab grad so ein Goldlöckchen gefuttert, die hatte alles dabei. Ich muss immer wieder sagen, es wäre unfassbar geil, wenn genauso die Märchen damals gewesen wären. Aber heutzutage würde ich das sogar noch besser verstehen, weil heutzutage verstehen das die Leute oder die Jugend von heute gar nicht anders. Ne? Also man muss die Märchen so präsentieren, dass die das Märchen fühlen, wie man es heutzutage sagt. Ne? Dass die das Märchen fühlen. Es war einmal ein kleines Schneiderlein, das aufgrund seiner Minderwertigkeitskomplexe und Bestätigungsgeilheit aus jeder kleinen Schneiderlein habe ich damals fünf Jahre mal geguckt, noch so kleinen Scheiß etwas einbildete. Leute, ich habe ein ganzes Haus gebaut, alleine. Interessiert uns nicht, Thorsten. Thorsten. Leute, ich habe eingelocht, beim ersten Mal. Leute, ich hab grad 7 Flaschen gekillt auf einen Streich. Was? 7 gekillt? Herbert, doch in alle. Hast schon gehört? Das Schneiderlein hat 7 Typen gekillt. Gleichzeitig. Boah, 7. Unsere königliche Armee ist so wack. Wir brauchen... Was? 7 auf einen Streich? Schaff diesen Krieg dabei. 7 Vorstellungen. 7 Als der König erfuhr, dass ein solcher Krieger in seinem Königreich lebte, schickte er umgehend nach dem Schneiderlein, um es mal penibel unter die Lupe zu taken. Dann erzähl mal was von dir. Sonntag 15 Uhr, ich chill allein in meiner Crib und brauch mal wieder meinen Sonntag 15 Uhr High Kick. 7 Flaschen seh ich, während ich da einfach sitz. Schweißperlen auf der Stirn, ja auf einmal macht es Klick. Goldene Haut, dünne Haut. Wisst ihr, eigentlich hat das Lied so ein bisschen so traurige Gegenwart, ne? Es gibt halt wirklich Leute, die irgendwie mit 7 Flaschen oder mit 2 Flaschen, 3 Flaschen, ist ja egal mit wie viel Flaschen, erst so einen Tag durchstarten können. Finde ich mega, mega traurig. Und für die Leute kann ich wirklich nur sagen, versucht euch Hilfe zu suchen, weil ich kenne da so Leute, die sagen immer, naja, das ist ja nicht schlimm, wenn man eine Flasche jeden Abend trinkt. Es ist ja nicht schlimm, wenn man jeden Tag abends in Wodka reinpfeffert. Doch. Und vor allen Dingen, solche Leute sagen auch ganz gerne immer mal, das ist aber eigentlich ja auch keine Alkoholsucht. Ich könnte damit aufhören, ne? Und dann sagt man ja, hör doch mal damit auf. Nee, ich habe jetzt gerade Durst. Hat ihr Inneres als kalt? Auf der Straße kennt man viele, liegen auf Asphalt. Schon der 5. Knall, voila, verlier meinen Halt. Der
sechste wirkt mich, der siebte kommt mir durch meinen Hals. Sonntag 15 Uhr, ich schäbe meinen Sonnencrap und brauch mal wieder Sonnen. Sonntag 15 Uhr, halt Kick. Sieben Flaschen sieht er, während der da einfach sitzt. Schweißperlen auf der Stirn, ja, auf einmal macht es Klick. Goldene Haut, dünner Hals, sehner ist es kalt. Auf der Straße kennt man's, viele liegen auf Asphalt. Schon der fünfte knallt, Baller verliert seinen Halt. Der sechste wirkt ihn, der siebte kommt ihm durch seinen Hals. Bruder, bist richtiger Haiwan. Man erzählt sich, bist ein wahrer Meister. Hab gehört, dass du niemals scheiterst und du schon als Baby übertrieben breit warst. Okay, alle wissen, sieben Flaschen gekillt. Immer machen, ja, weil ich halt immer chill. Sie gegen sieben überwiegende wählen. Ich hab den höherliegenden und übertriebenen Skill. Na gut, das reicht. Königlicher Bratan! Was ist denn los? Stell dir zum Oberbau oder königlichen Armee ein Fürmindestlohn. Nein, Moment. Untermindestlohn. Jawohl, Euer Majestät. Was soll ich da machen? Na, das, was Sie am besten können. Killen! Boah, geil! Schlag an! Alles klar, Chef. Dann gehe ich mal zur Arbeit. Meine Armee, heute bekämpfen wir keine Drachen, nur Schurken. Heute bekämpfen wir die Leber! Der war mir so ein Fuß hochheben, ey. Was? Seit wir diesen neuen Oberbabu haben, ist unsere Armee nur noch besoffen. Wir müssen ihn loswerden. Aber wie denn, mein König, bedenkt seine Stärke? Wir schicken ihn in den sicheren Tod mit drei unlösbaren Aufgaben. Lach! Ohne Furcht, todesverkatert und ohne Peil stellte sich das Schneiderlein den drei schier unlösbaren Aufgaben, die Riesen zu töten, das Einhorn einzufangen und die Wildsau einzufangen. Ey, eine Aufgabe ist, die Wildsau einzufangen. Wieso ist eine Aufgabe, mich einzufangen? Ich möchte nicht gefangen werden. Ich möchte bitte in Freiheit leben. Ich bin ein Bio-Mensch. Kleiner Witz am Rande. Mein Name ist Claudia Obert. Dolce Vita ist mein Ding, ja? Du Sperren. Entschuldigung! Ja? Entschuldigung! Ja? Ich bin Herr Schneider, der Beste der Besten. Unter den Proteinlieferanten hier im Westen. Bock mal das weiße Pulver zu testen, die Muskel zu mästen, abzustappen, jeden eurer Feinde zu bashen. Nein. Ich weiß, habt einen dicken Scheiß in Weiß, weil ihr es seid nur für den halben Preis. Was ist das da? Proteinpulver! Sieht aus wie Salat! Nein, das ist Proteinpulver! Also macht uns das Schrack! Proteinpulver! Alter, das war kein Proteinpulver! Oh, und der Bizeps rumpft denn? Das war Salat! Entschuldigung! Ja? Entschuldigung! Ja? Ich bin der Schneider, der Beste der Besten! Unter den Einhorn-Inspektoren, um euch alle auf Dichtheit zu testen! Ich bin echt, schau mal meinen Regenbogen. Das ist nicht gelogen, das ist für uns reine naiv verboten. Und das Beste, 100 Berlin, die eine Wette. Das ist so krass, dass ich das bei dir gleich teste. Jede Wette, kannst mir nicht nachlaufen, ganze Strecke. Ja, okay, lass uns, du lahme Schnecke. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Ja. Ich bin Herr Schneider, der Beste der Besten. Halt dein Maul, der Name ist jetzt krass bekannt hier im Westen. Schon gehört sieben auf einen Streich zugleich, aber man. Ich muss immer wieder sagen, ich finde das schön, dass ich, hier einfach mitmache, ohne dass ich das weiß. Es ist schön, dass sie mich bei einem Spaziergang durch den Wald einfach gefilmt haben und das mit hier reingeschnitten haben. Finde ich echt schön. Jetzt wisst ihr, wie ich ohne Klamotten aussehe. Und ja, ohne Klamotten bin ich nackt. Ich bin einer der wenigen. Und ja, finde ich schön, dass ihr mich da einfach mit reingeschnitten habt. Finde ich echt, gefällt mir. Mein Rekord, die Bassflaschen mit Pfeif, folgt zugleich. Ich glaub, mein Schwein pfeift gut, ich steig keinen dabei. Ich hab 23 Flaschen dabei. Und sie starben beide an Leberzirrhose. Deshalb, meine lieben Kinder, solltet ihr keinen Alkohol trinken. Finger weg von Alkohol, Finger weg von allen legalen Drogen. Wenn ihr was trinken wollt, trinkt Uber Bubbeln. Oder Huba Puba. Oder gibt's noch Wasser. Wasser. Ich weiß, mit Wasser wäscht man sich eigentlich sehr oft. Aber ich glaube das nicht. Man kann. Ich kann euch das. Warte, ich zeige euch das. Also das ist eine Wasserflasche. Ich mach die jetzt auf, ne? Guckt hin, ne? Und ich sterbe auch nicht, ne? Hm?
kann man trinken. Das geht. Gut, ist Aggregatzustand flüssig? Aggregatzustand fest, wird es ein bisschen schwierig mit trinken, aber man kann Wasser trinken. Ich weiß, es ist jetzt für euch jetzt erstmal so, was? Wasser kann man trinken? Habe ich damals auch nie geglaubt, aber das geht. Das geht wirklich. Babybogen! Und zu guter Letzt gönnt euch Insider-Merch 1, 2 und blieb. Natürlich nur 2 Wochen erhältlich, danach gibt's die nie wieder. Deswegen, ja, leider hat der Großmutter Bescheid, ich will die einmal 5-mal haben. Alle macht, wie ihr wollt. Ich sag nur, danach gibt's die halt nicht mehr, ne? Schreibt mal in die Kommentare, welches Märchen euch noch fehlt. Oder noch besser, schreibt mal, was ihr noch als Insider-Merch haben wollt. Dann sorge ich dafür. Und unzählige Vollversionen von den ganzen Märchensongs gibt es auf Spotify. Das heißt, Gönnung pur im Auto, Cruisen mit Bruder muss los zur Arbeit oder zum Kindergarten. Und noch was, kennt ihr den heftigsten Channel auf YouTube? Kennt ihr ihn? Ja. Boolean Jam. Dort haben wir gestern nämlich einen Yeti zum Leben erweckt. Ich und das meine. In einer Runde mit André, John und 3 Kilo Kleister im Rahmen des neuen Films Everest, ein Yeti will hoch hinaus, bei der ich auch eine der Hauptrollen spreche, und zwar Jin, der hier. Und ich muss sagen, eine Hauptrolle in einem Kinofilm zu synchronisieren, übelst Fun, übelst Erfahrung, mega cool, vielen Dank. Aber wieso jetzt darüber reden, wenn ihr einfach auf das Boolean-Video gehen könnt, denn da rede ich sehr viel über den Film bei einer chilligen Runde Yeti Bow. Der Film startet am 26.09.2019 im Kino und ich bin sehr gespannt, wie ihr ihn... 2019, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein bisschen spät. ...findet. Und wenn ihr den Film gesehen habt, dann kommt nochmal zurück zu diesem Video hier und dann schreibt ihr einfach mal, wow, das war's, Leute. Wow, genauso, ihr schreibt jetzt in die Kommentare, wow, boah, ich muss wirklich sagen, ich fand jeden Teil absolut genial, also wirklich jeder Teil war richtig, richtig, richtig cool. Tja, jetzt kommt die große Frage, welcher Teil mir am meisten gefallen hat, ne? Schwierig, das ist so schwierig. Das ist schwierig. Das ist wirklich mega schwierig. Also ich fand da alle Teile ultra krass geil. Dafür gibt es eine Ghetto-Faust. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, der dritte Teil. Ich fand den dritten Teil am besten. Aber ich fand alle Teile 5 Millionen % geil. Und der dritte Teil halt 1% mehr. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Damit haben wir auf alle Videos reagiert von Märchen und Asozial. Vielen, vielen Dank für die Vorschläge. Wenn ihr mehr habt, schickt sie mir bitte über Instagram. Über Twitter macht ihr eh nicht. Also schickt mir einfach die Vorschläge auf YouTube. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.